Er wird immer beliebter, der Rückenwind aus der Steckdose. Mittlerweile gibt es mehrere hundert verschiedene Elektrofahrräder. Tendenz steigend. Vor dem Kauf ist daher eine ausführliche Beratung beim Fachhändler samt Probefahrt unverzichtbar. An erster Stelle steht die Wahl der passenden Rahmenform. Für Damen zum Beispiel ein Wave-Rahmen mit tiefem Einstieg. Ideal für Citytouren. Elektrofahrradspezifisch sollte ich auf den Motor achten. Welche Position hat er am Fahrrad? Wo ist der Akku? Wie unterstützt er mich? Und wie kann ich auch das Bedienfeld oder die Steuereinheit ablesen? Denn da sind Daten wie zum Beispiel Akkureichweite enthalten, die für die Praxis dann durchaus sehr wichtig sein können. Schließlich will niemand plötzlich ohne Strom dastehen. Leider zeigt nicht jedes Display die gefahrenen Kilometer oder die Restenergie des Akkus übersichtlich an. Ideal sind Elektroräder etwa für die Fahrt zur Arbeit ohne Schweißperlen oder für den Ausflug ohne Muskelkater. Das gilt selbst für normalerweise anstrengende Steigungen. Übrigens, fürs Strampeln mit Akkukraft braucht man weder Führerschein noch Versicherung. Es ist allerdings zu beachten, dass man den Radweg zu benutzen hat, wenn dieser vorhanden ist. Und es besteht keine Helmpflicht. Allerdings empfehlen wir das Tragen eines Helmes, denn das ist einfach sicherer. Zumal es bei den Bremsen im Test deutliche Mängel gibt. Auf die sollte man beim Kauf deshalb besonders achten. Ein wirklicher Nachteil der flotten Akkuflitzer ist ihr hohes Gewicht. Die Räder im Test wiegen zwischen 22 und 30 Kilogramm. Wer sein Rad also viel tragen muss, sollte bei der Radwahl ans Gewicht denken. Hierbei sind die Räder von Flyer und Vinora besonders bequem. Sie haben eine Schiebehilfe. Per Knopfdruck rollt das Rad ohne eigenen Kraftaufwand. Fazit: Wer beim Kauf des Elektrofahrrads die wichtigsten Kriterien beachtet, kann damit viel Freude haben. Man hat nicht so einen hohen Kraftaufwand. Man schwitzt auch nicht so viel. Vor allem, wenn man zur Arbeit muss und es eilig hat. Also ich bin echt beeindruckt von dem Fahrrad. Man kann eben weitere Strecken schneller und bequemer zurücklegen. Ja? Und dann macht es einfach auch Spaß. Ausführliche Informationen zum Test gibt es in der August-Ausgabe von Test und im Internet unter www.test.de.